König, Herr, und wir sind hier vor dir, wie dein Diener, und wir sind hier vor dir, um dich zu preisen und dich zu erheben, denn du bist Gott und du regierst in Ewigkeit. Sei gepriesen in den wunderbaren Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Applaus für deine Ehre. Halleluja. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence. Herr, wir danken dir für deine Anwesenheit. Merci parce que tu es notre Dieu. Danke, weil du unser Gott bist. Merci pour cette grâce que tu nous as fait d'être là ce soir. Danke für die Gnade, die du uns erwiesen hast, hier heute zu sein. Nous n'avons pas mérité d'être là. Dies haben wir nicht verdient. Mais c'est juste une grâce que tu nous as fait.
Aber allein deine Gnade hast du uns erwiesen. Voilà pourquoi nous te disons merci. Daher sagen wir dir danke. Seigneur, nous te confions ce moment afin de nous communiquer quelque chose qui vient de toi. Herr, wir überlassen dir diese Zeit, damit du uns etwas vermittelst, was von dir stammt. Saint-Esprit de Dieu, Heiliger Geist Gottes, enseigne-nous. Lehre du uns. Réconforte-nous. Ermutige du uns. Exhorte-nous. Ermahne du uns. Et guéris nos cœurs. Und heile unsere Herzen. Au nom de Jésus. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Der Herr sei gepriesen. Notre thème de ce soir s'intitule Unser Thema heute heißt Les influences spirituelles sur la vie physique. Die geistliche Einflüsse auf das physische Leben. Les influences spirituelles sur la vie physique. Geistliche Einflüsse auf das physische Leben. Nous allons lire dans 2 Rois le chapitre 5 les versets 9 à 15. Lass uns in 2. König, Kapitel 5, Vers 4 bis 5 lesen. 2 Rois, Kapitel 5, les versets 9 à 15. 2. König, Kapitel 5, Vers 9 bis 15. Je lis au nom de Jésus. Ich lese im Namen Jesu. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un message, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même. » Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira le lèpre. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver est devenu pire. Et ils sont retournés et partent avec furet. Mais ce serviteur s'approcha pour lui parler. Et il dit, « Mon père, si les prophètes tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-je-tu faire ce qu'il t'a dit « Lave-toi, eux tu seras pire. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fit pire. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fit arriver, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est qu'en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » 2. König, Kapitel 5, Vers 9 bis 15. Ich lese auch auf Deutsch vor. So kam Naaman mit seinen Pferden und mit seinen Wagen und hielt vor der Tür des Hauses Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wiederhergestellt und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig, ging weg und sprach, siehe, ich dachte, er werde zu mir herauskommen, und hinzutreten und den Namen des Herrn, seinen Gottes, anrufen und mit seiner Hand über die Stelle fahren und so den Aussätzigen befreien. Sind nicht die Flüsse Abana und Papa in Damaskus besser als alle Wasser in Israel? Kann ich mich nicht darin waschen und rein werden? Und er wandte sich ab und ging zornig davon. Da traten seine Knechte zu ihm, redeten mit ihm und sprachen,
Mein Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes befohlen hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr denn, da er zu dir gesagt hat, wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er hinab und tauchte sich siebenmal im Jordan unter, nach dem Wort des Mannes Gottes. Und sein Fleisch wurde wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte wieder zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge. Und er ging hinein, trat vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, außer in Israel. Und nun nimm doch ein Geschenk an von deinem Knecht. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Der Herr sei gepriesen für sein Wort. Nous allons commencer ce message ce soir. Wir beginnen diesen Predigttext heute. Et je vous prie de continuer à suivre la suite de cela jusqu'au dimanche prochain. Und das werden wir nächste Woche fortsetzen. Je bénis le Seigneur de m'avoir accordé le souffle de vie ce soir. Ich preise den Herrn, weil er mir heute den Hauch des Lebens geschenkt hat. Et je bénis la présence de chacun de vous qui sommes là. Und ich preise ihn für die Anwesenheit jeder einzelnen von euch, die hier sind. Les influences spirituelles sur la vie physique. Die geistlichen Einflüsse auf das physische Leben. Dans ce texte que nous venons de lire, in diesem Text, den wir soeben gelesen haben, on est tenté de nous relater l'histoire d'un chef d'armée de la Syrie qui s'appelait Naaman. Hier spricht man, also erzählt man die Geschichte von einem syrischen Armeeleitenden, der hieß Naaman. Naaman était un général d'armée en Syrie. Naaman war einfach der General der syrischen Armee. Il était considéré près de son roi. Er war wirklich betrachtet vor seinem König. Parce qu'à travers lui, l'Éternel avait donné la victoire pour la guerre en ce qui, pour son pays, la Syrie. Denn durch ihn hatte er den Sieg bekommen, was sein Land Syrien betraf. Donc c'était un homme d'exploit. Also es war ein Mann der Erfolge. Mais la Bible dit, tandis qu'il était général, mais il avait un problème, il avait la lèpre. Aber die Bibel lässt uns wissen, dass in diesem Stand von General, die er war, hatte er trotzdem Lepra. Mais malgré sa lèpre, un jour qu'ils avaient fait l'incursion en Israël, ils avaient enlevé ou pris en otage une fille juive qui était dans le service de sa femme. Aber trotz seiner Leprakrankheit waren sie einmal im Krieg und dort hatten sie eine Tochter von Israel in Gefangenschaft genommen. C'est comme ça qu'un jour la fille dit à sa maîtresse: Si mon Seigneur allait dans la Samarie, là il trouvera un prophète qui le guérira de sa lèpre. Und so sagte dieses Mädchen eines Mal, wo zu dem Meister, sie sagte dann, wenn mein Herr einmal zu diesem Prophet gehen würde in Samaria, dann würde er geheilt werden. Comme il était un général d'armée, il ne pouvait pas faire les voyages n'importe comment. Il devait demander la permission à son roi. Aber da er ein Armeegeneral war, konnte er einfach nicht von sich aus irgendeine Reise starten, ohne erstmal das Erlaubnis bei seinem König zu verlangen. C'est comme ça que la Bible dit, le roi écrit la lettre à son homologue, le roi d'Israël, de recevoir son serviteur et pour le guérir. Und so lasst uns die Bibel wissen, dass sein König schrieb zu dem König Israel, also sein Kollege, auch König Israel, damit er ihn empfangen kann. Il arrive en Israël. Er kam in Israel an. Le roi l'a reçu avec la lettre. Der König empfing ihn mit seinem Brief. Comme ce n'était pas son rôle, aber da es nicht seine Rolle war, il a déchiré ses habits. Hat er einfach seine Kleidung zerrissen. Mais le prophète a compris que le roi avait déchiré ses habits. Als der Prophet aber hörte, dass der König seine Kleidung zerrissen hatte, il a demandé qu'on lui envoie Naaman. Bat er drum, dass man ihm den Naaman zusendet. La Bible dit que Naaman est allé avec son escorte jusque là où était Élisée. Die Bibel erzählt, dass Naaman ging mit seinem Gefolge da, wo Elisa war. Mais la Bible dit ceci.
Aber die Bibel sagt Folgendes. Élise l'a pas reçu comme ça en face. Elisa empfing ihn nicht von Angesicht zu Angesicht. Il lui a envoyé seulement un message par son serviteur. Es schickte ihm einfach nur eine Botschaft durch seinen Diener. Il est venu avec la lettre. Er kam mit dem Brief. Élise aussi l'envoie la lettre. Und Elisa sandte ihn auch einen Brief. Dit, je n'ai pas besoin de te rencontrer. Sagte, ich brauche dich nicht zu begegnen. Va seulement te laver, va seulement te plonger sept fois dans le fleuve Jourdain et tu seras guéri. Geh nur zum Fluss Jordan und steig hinab siebenmal und dann wirst du geheilt. C'est comme ça qu'il était vraiment fâché, irrité de cela. Und so wurde Naaman sehr zornig darüber. En disant que chez nous là-bas il y a pas de fleuve, il y a pas de rivière, il y a pas de source pour qu'il me demande d'aller se laver. Und so sagt, antwortete er, gibt es bei uns keine Flüsse, keine Teiche, damit er mir sagt, dass ich nach Israel komme, um mich zu waschen? Si c'était le cas, je me lavais là-bas, je devais être pur. Wenn dies doch der Fall gewesen wäre, dann hätte ich mich doch in alle unsere Flüsse dort reinwaschen können, um rein zu werden. Il avait un bon entourage et de bons conseillers. Aber das Gute dabei war, dass er gute Leute um sich herum hatte, die gute Ratschläge gaben. Les influences spirituelles dans la vie physique. Die geistlichen Einflüsse auf das physische Leben. Si tu as un bon entourage, cet entourage peut influencer aussi ta vie physique positiv. Wenn du wirklich mit guten Leuten umrangen bist, dann werden diese Leute auch dein physisches Leben beeinflussen. Si tu as un mauvais entourage, wenn du falsche Freunde hast, ils vont influencer ta vie aussi négativement. Dann werden die auch dein Leben negativ beeinflussen. C'est comme ça que ce conseiller ou ce serviteur lui a dit que mon roi, mon maître, ce qu'il te demande, ce n'est même pas quelque chose de difficile. S'il te demandait quelque chose de difficile, est-ce que tu ne pourrais pas faire cela? Und so sagten seine Freunde, seine Gefolge einfach zu ihm, aber Meister, ist es so schwierig, was er dich drum gebeten hat? Wenn es sogar schwierig gewesen wäre, könntest du es nicht tun? On voulait le dire seulement que la guérison n'a pas de prix. Dadurch wollten sie ihm einfach nur sagen, Heilung hat keinen Preis. La santé n'a pas de prix. Gesundheit hat keinen Preis. Tu connais, il y a beaucoup de gens qui sont malades, quel que soit ce qu'on pouvait leur dire, ils sont prêts à le faire, parce qu'ils veulent avoir la santé. Du weißt es genau, es gibt Menschen, die krank sind und egal, was man auch von denen verlangen würde, um damit sie geheilt werden, die würden es sofort tun. On lui a dit que ce que le prophète te demande, c'est très facile, va seulement te laver. Man sagte zu ihm, was der Prophet von dir verlangt, ist so leicht, geh einfach hin und wasch dich rein. Lorsque nous sommes aussi de leaders, nous devons savoir écouter ceux qui sont inférieurs devant nous. Wenn wir auch Leiter sind, sollen wir auch lernen, wirklich diejenigen, die wir leiten, einfach auch zuzuhören. C'est comme ça qu'il a exécuté ce qu'on lui a dit. Und so tat er auch, was man ihm beriet zu tun. La Bible dit, se plongea sept fois. Die Bibel sagt, dass er hinab ins Wasser stieg. Et il était guéri. Und wurde geheilt. Il était purifié. Er wurde rein. Bien-aimé de Dieu. Geliebte Gottes. Quand nous regardons comment est-ce que Naaman a été guéri ou purifié, wenn wir betrachten, wie Naaman wirklich geheilt oder rein gemacht wurde, nous voyons l'influence spirituelle dans la vie physique. Dann sehen wir einfach diese geistlichen Einflüsse auf sein physisches Leben. C'est ça que Naaman ne parvenait pas à comprendre. Je me lave tous les jours, mais je n'ai jamais été purifié. Das ist das, was Naaman nicht verstehen konnte. Jeden Tag wasche ich, dusche ich doch, aber ich wurde nie rein. Je passe souvent mes plongées sur la plage. Je n'ai jamais été purifié, la lèpre toujours là. Ich gehe sogar manchmal am Strand und da tauche ich ins Wasser und trotzdem werde ich nicht reingemacht. Die Aussätzigkeit ist noch da. Mais il y a quoi dans le fleuve Jourdain qui va purifier mon corps, qui va enlever la lèpre? Was gibt's denn in diesem Jordanfluss, das wirklich meinen Körper reinmachen wird und wirklich die Aussätzigkeit entfernen? Oh, il oubliait quelque chose. Aber er vergaß etwas dabei. Il y avait pas seulement l'eau simple qu'il voyait. Es gab nicht nur das reine Wasser, das er sah. Mais derrière les paroles de Lisée, il y avait le spirituel. Aber hinter den Worten Elisa war das Geistliche. Qui était capable de communiquer sa vie physique quelque chose particulier.
was fähig war, wirklich auf sein physisches Leben etwas Besonderes zu vermitteln. Il voyait simplement l'eau. Er sah nur Wasser. Mais cette eau-là, aber dieses Wasser avait une spiritualité, hatte eine Geistlichkeit, qu'Élisée a communiqué à travers ses paroles. Das Elisa vermittelte durch sein Wort. Et voilà pourquoi quand il est allé se plonger, und daher, als er sich ins Wasser hinabwirft, la spiritualité que Élisée avait communiqué dans l'eau, dieses Geistliche, das Elisa ins Wasser vermittelt hatte, ne pouvait pas laisser son corps indifférent. Konnte seinen Körper nicht einfach bloß lassen. C'est comme ça qu'il est devenu pur. So wurde er rein gemacht. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu. Geliebte Gottes. Nous devons savoir que la spiritualité dans nos vies a beaucoup d'impact. Wir müssen wissen, dass das Geistliche in unserem Leben wirklich viel Macht hat. Notre influence dans le monde visible dépend de notre influence dans le monde spirituel. Unser Einfluss auf das physische Leben ist davon abhängig, wie unser Einfluss in der geistlichen Welt ist. La Bible dit, quand Naaman est sorti de l'eau, die Bibel sagt, als Naaman Haus aus dem Wasser kam, il a été purifié, er wurde rein, directement il a commencé à glorifier le Seigneur en disant que il y a le Dieu d'Israël, c'est le Dieu, le seul Dieu sur toute la terre. Und sobald fing er an, der Gott Israels anzupreisen und erkannte, dass der Gott Israels der alleinige Gott auf der ganzen Erde gibt. Malgré qu'il était étranger syrien. Obwohl er ein Fremdling war, ein Syrier. Quelqu'un qui adorait le Dieu d'étranger, le Baal, les idoles. Ein Mann, der einfach also Götzen anbetete, Baal und Götzen. Mais le fait de se plonger dans l'eau. Aber indem er sich hinwarf ins Wasser, et il est sorti, und rauskam, c'est comme ça que cette eau lui a convaincu que le Dieu d'ici, c'est lui le vrai Dieu. So hat ihm dieses Wasser überzeugt, dass der Gott von diesem Ort ist der wahrhaftige Gott. Or, cette eau symbolise la parole. Und dieses Wasser ist dafür das Wort Gottes. C'est lorsqu'on se plonge dans l'eau de la parole que nous croyons au Seigneur Jésus, que nous découvrons ce que le Seigneur Jésus-Christ est dans nos vies. Es ist, wenn wir wirklich tief ins Wort Gottes gehen, dann können wir auch wirklich daran fest glauben und glauben, dass der Herr Jesus Christus unser Heiland ist. La Bible dit qu'Élisée lui a demandé de se plonger sept fois. Die Bibel sagt, dass Elisa zu ihm sagte, siebenmal sollst du dich hineinwerfen. Le chiffre sept symbolise la perfection. Die Zahl sieben ist für die Perfektion da. Premièrement, ça symbolise la perfection. Also als allererstes, es ist einfach die Vollkommenheit. Oh, Naaman était quelqu'un qui avait la lèpre. Aber Naaman war jemand, der aussätzig war. Alors il avait besoin que sa chair puisse être assainie. Also er brauchte es, dass sein Fleisch wirklich wieder hergerichtet wird. Mais la Bible dit, tandis qu'il se jetait sept fois dans l'eau, aber die Bibel sagt, als er sich siebenmal ins Wasser warf, c'est comme ça que sa chair est devenue parfaite. So wurde sein Fleisch vollkommen. Sa chair est devenue pure. Sein Fleisch wurde rein. Comme un jeune enfant. Wie ein junges Kind. Il fut pire. Er wurde rein. Cela veut dire quoi? Was heißt das? Celui qui se plonge dans la parole de Dieu. Derjenige, der tief ins Wasser im Wort Gottes sich hineinwirft. La parole de Dieu purifie. Das Wort Gottes macht rein. La Bible dit cela dans Psaume chapitre 19, verset 7. Das sagt die Bibel im Psalm Kapitel 19, Vers 7. La loi de l'Éternel est parfaite. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Elle restaure l'âme. Sie stellt die Seele wieder. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Das Zeugnis des Herrn ist wahrhaftig. Personne ne peut se plonger dans la parole de Dieu. Niemand kann wirklich tief ins Wort Gottes sich hinwerfen. Et que la parole de Dieu ne le purifie pas. Und das Wort Gottes wird ihn nicht reinmachen. Cela veut dire quoi? Was heißt das denn? Naaman ne pouvait pas sortir dans cette eau. Nein, man konnte nicht raus aus dem Wasser kommen. Avec sa lèpre. Mit seiner Leprakrankheit. Plonge-toi dans la parole de Dieu. Werfe dich ins Wort Gottes ein. Et la parole de Dieu va influencer ta vie physique. Und das Wort Gottes wird dein physisches Leben beeinflussen. Tout ce qui était malade, tout ce qui était handicapé dans ton corps physique, la parole de Dieu influencera cela et tu deviendras pire.
Alles, was krank, alles, was gelähmt war in deinem physischen Leben, wird das Wort Gottes es beeinflussen und du wirst reinwerfen. Et le chiffre 7 symbolisait aussi le repos. Und die Zahl 7 war auch da für die Ruhe. Cela veut dire Naaman, malgré qu'il était le général d'armée, malgré ses finances, malgré sa position, mais il n'avait jamais le repos dans sa vie. Das heißt, Naaman, trotzdem, dass er General war von der Armee, trotz seiner Stellung in der Gesellschaft, konnte er nicht diese Heilung erfahren. À tout moment, il avait toujours le douleur. Jedes Mal hatte er immer noch Schmerzen. Il manquait le repos dans sa vie. Es fehlte ihm Ruhe im Leben. Et voilà pourquoi ce jour-là, daher an jenem Tag, il a rencontré le repos. Hat er wirklich die Ruhe kennengelernt. Quand il s'est plongé 7 fois, als er 7 Mal sich hineinwarf, la Bible dit le 7e jour le Seigneur se reposa. Die Bibel sagt, am 7. Tag ruhte der Herr aus. C'est comme ça qu'il a retrouvé le repos dans sa vie. So hat er auch wirklich die Ausruhe in seinem Leben widerfahren. Naaman n'avait pas le repos dans sa morale. Naaman hatte keine Ausruhe in seiner Moral. Naaman n'avait pas la joie dans sa vie. Er hatte keine Freude in seinem Leben. Malgré sa personnalité, malgré sa position. Trotz seiner Persönlichkeit oder seiner Stellenwert. Mais il manquait le repos. Ihm fehlte immer noch diese Ruhe. Mais le jour là, aber an jenem Tag, le fait qu'il a rencontré Élisée, dadurch, dass er Elisa kennenlernte, c'est là qu'il a retrouvé le repos. Da hat er wieder Ruhe gekannt. Oh, Élisée symbolise seulement Jésus-Christ ce soir pour toi. Und Elisa ist heute stellvertretend einfach für Jesus für dich heute Abend. Écoute quelque chose. Hör etwas zu. Le repos qu'il cherchait, diese Ruhe, die er suchte, il a retrouvé cela à travers la jeune fille. Er fand es durch dieses Mädchen. Parce que la servante lui avait dit, denn die Dienerin hatte ihm gesagt, si mon maître allait dans la ville de Samarie, wenn mein Meister zu der Stadt Samarien geht, et là il trouvera un prophète, da wird er einen Propheten finden, et le guérirait de sa lèpre, und er wird ihn heilen von seiner Leprakrankheit. Cela veut dire quoi? Was heißt das denn? La jeune fille a parlé de prophète, il n'avait pas parlé de la forme de la guérison pour Naaman. Dieses Mädchen sprach über die Heilung, also nee, sie sprach von dem Propheten und die Heilung, aber es sprach nicht über die Art und Weise, wie diese Heilung geschehen soll. La forme de sa guérison dépendait d'Élisée. Die Form der Heilung war von Elisa abhängig. Là, dit ce matin, si mon maître rencontrait le prophète en Samarie, sera guéri. Sie sagte nur, wenn mein Meister den Propheten in Samaria begegnen würde, würde er geheilt werden. Mais la Bible dit quoi? Aber was sagt die Bibel denn? Dans Matthieu chapitre 11, le verset 28. In Matthäus Kapitel 11, Vers 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Kommt zu mir, alle, die müde und beladen sind. Le fait que Naaman est allé vers Élisée, dass Naaman zu Elisa ging, il ne pouvait pas rentrer avec sa lèpre. Konnte er nicht mit seiner Leprakrankheit zurückkehren. Et Christ l'a dit. Und Christus sagte, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Kommt zu mir, alle, die müde sind. Chargés de péché. Von Sünde beladen. Venez comme vous êtes. Kommt wie ihr seid. Avec l'impudicité. Mit Unzucht. Le mensonge. Lüge. Les envoûtements. Besessenheit. Venez seulement comme vous êtes. Kommt nur wie ihr seid. La forme de votre purification. Die Form eurer Heilung dépend d'Élisée lui-même. Ist von Elisa dépend allein du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Allein von dem Herrn si Jesus vous rencontrez allein, le Seigneur, wenn ihr dem Herrn begegnet, quel que soit ce que vous avez comme problème, egal welche Probleme ihr auch haben mögt, lui, il a la forme de votre repos. Er hat die Form eurer Ausruhe. Halleluja. Amen. C'est ça que la fille avait dit. Si mon maître rencontrait seulement le prophète qui est dans Samarie, ses problèmes seront résolus. Das ist das, was das Mädchen sagte. Wenn mein Meister allein nur diesen Prophet in Samaria begegnen würde, dann wird er geheilt werden. Bien-aimé de Dieu. Geliebte Gottes. Il y a les gens où leur sort a été déjà réglé par les hommes. Es gibt Menschen, von denen dein Schicksal schon von Menschen auch geregelt wurde. Que celui-là, c'est fini pour lui. Ah, diese, für ihn ist schon zu Ende. Il ne peut pas changer. Er kann sich gar nicht mehr ändern. Elle ne peut pas changer. Sie kann sich gar nicht ändern. Pour lui, là, son sort est géré. Für ihn ist es schon erledigt. Bien-aimé, ce sont des hommes qui ont réglé, mais Christ n'a pas encore réglé ton sort.
Geliebte, es sind die Menschen, die es schon für dich erledigt haben, aber der Herr, Gott, hat es noch nicht erledigt. Si les hommes ont classé ton dossier, wenn die Menschen schon deinen Fall beiseite gelegt mais haben, si le Seigneur n'a pas encore dit un mot, aber solange der Herr noch nicht sein letztes Wort gesagt viens hat, comme tu es, komm wie du bist. Et le Seigneur a la forme de ta transformation. Und der Herr hat die Form deiner Verwandlung. Il a la forme de ta guérison. Er hat die Form deiner Heilung. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Élisée a retrouvé le repos. So fand Elisa die Ruhe wieder ein. Le moyen qui a accordé à Élisée de trouver son repos. Die Mittel, die Elisa et pour, le moyen qui a accordé à Naaman de trouver son repos. Die Mittel, die dazu brachten, dass Naaman wieder Ruhe kennt, kannte, pour que Naaman retrouve le repos, damit Naaman seine Ruhe wiederfindet, il devait rencontrer Élisée. Müsste er Elisa begegnen. Il faut être là où le Seigneur se trouve, man afin muss, de recevoir le repos. Man muss dort sein, wo der Herr sich befindet, damit man Ruhe kennt. Voilà pourquoi la jeune fille avait bien précisé dans la vie de Samarie. Daher hatte dieses Mädchen genau gesagt in der Stadt Samaria. Ce n'est pas le fait d'aller plonger dans les piscines et de fleuves. Das war nicht einfach der Grund, dass man in einem Teich geht oder in einem Fluss sich hineintaucht. Nein. Mais il y avait un lieu qu'Élisée était. Aber es gab einen Ort, wo Elisa war. Ce n'est pas le fait d'être dans des églises. Es ist nicht allein, dass man in Kirchen ist, mais c'est d'être là où Christ se trouve. Sondern dort zu sein, wo Christus ist. C'est comme ça que ta vie physique sera influencée par la spiritualité de Christ. So wird dein physisches Leben durch die Geistlichkeit Christus beeinflusst werden. Ça, c'est tout le premier moyen. Das war der erste Mittel. Être recommandé par Élisée. Wirklich durch Elisa einfach beauftragt zu sein. Ce n'est pas le fait d'aller toi-même se laver. Das ist nicht, dass du von dir selbst aus hingehst und dich wäschst. Ce n'est pas le fait de prendre toi-même ton initiative d'aller se laver. Die Initiative soll von dir nicht stammen, dass du sagst, ich gehe jetzt hin und wasche mich. Mais pour Naaman, aber für Naaman, il devait recevoir la recommandation. Er müsste den Auftrag bekommen. Il devait recevoir le mandat. Er müsste das Mandat, also er müsste mandatiert werden. Il devait recevoir le mandat d'Élisée. Er müsste von Elisa wirklich mandatiert werden. Parce que l'eau du Jourdain connaissait Élisée. Denn der Fluss von Jordan kannte der Elisa. Et l'eau du Jourdain obéissait à la parole d'Élisée. Und das Wasser von Jordan gehorchte das Wort Elisa. Oh, notre eau aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Und für uns heute, das Wasser ist das Wort et Gottes. Christ est derrière sa parole pour l'accomplir. Und Christus ist hinter seinem Wort, um es zu erfüllen. Si tu reçois la parole de Dieu qui vient de Christ, wenn du das Wort Gottes empfängst, das von Christus stammt, ça va impacter ta vie. Wird es dein Leben beeinflussen. Ça va transformer ta vie. Wird es dein Leben verwandeln. Alléluia. Amen. Un autre moyen, ein anderer Mittel, il devait croire à Élisée. Er müsste an Elisa glauben. Et à sa parole. Und an sein Wort. Il devait croire à ce que Élisée avait dit. Er müsste glauben, das was Elisa gesagt hatte. Et il devait croire aussi à l'homme de Dieu Élisée. Und er müsste zusätzlich an den Mann Gottes auch glauben. C'est ça que son serviteur lui a dit. Das ist das, was sein Diener ihm sagt. Le prophète ne te demande pas quelque chose difficile. Der Prophet bittet dich nicht um etwas Großes, Schwieriges. Et Jésus l'a dit aussi dans Matthieu chapitre 11, le fardeau que je vous impose est doux et léger. Und Christus sagte es auch in Matthäus Kapitel 11, das Joch, das ich euch gebe, ist leicht und sanft. Si vous vous soumettez à Christ, wenn ihr dem Christus untertan seid, et vous vous soumettez à sa parole, und auch seinem Wort euch untertan, vous serez réellement purifié. Dann werdet ihr tatsächlich rein gemacht. Alléluia. Amen. Ils devaient croire à Élisée. Die müssten an Elisa glauben. Et à la parole de l'homme de Dieu. Und an das Wort des Mannes Gottes. Donc ce n'est pas le fait d'aller se plonger qui a fait que Naaman soit pire. Also es ist nicht, weil Naaman sich ins Wasser warf, das aus ihm einen reinen Mann machte. Mais c'est le fait qu'il a crié, ce que Élisée a dit, c'est ça qui a fait que Naaman devient pire. Aber es ist, weil er glaubte an dem, was Elisa gesagt hatte, das brachte dazu, dass er rein wurde. Cela veut dire, ce n'est pas le fait de lire beaucoup de versets bibliques qui peut transformer la vie d'une personne.
Das heißt, es ist nicht, weil man so viele Bibelverse liest, dass das Leben eines Menschen verwandeln kann. Tu peux te plonger 10 fois, 1000 fois par jour. Du kannst 100-mal, 1000-mal pro Tag dich ins Wasser rein. Tu vas sortir toujours avec ta lèpre. Da wirst du immer mit deiner Aussätzigkeit rauskommen. Mais lorsque tu lis et tu crois ce que tu lis, aber wenn du liest und daran glaubst, an dem, was du liest, tu ne seras plus la même. Dann wirst du nicht mehr dieselbe sein. Alléluia. Amen. Jean chapitre 4, le verset 14. Johannes Kapitel 4, Vers 14. Le Seigneur Jésus-Christ dit à la femme samaritaine. Der Herr Jesus sagt zu der Samariterin. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Aber derjenige, der von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, wird nie mehr durstig sein. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Und das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, die vom Ewiglichen kommt. Ça, c'est Christ qui dit. Das ist Christus, der es sagt. Il parle de l'eau. Er spricht vom Wasser. Mais l'eau qui jaillit à la vie éternelle. Aber das Wasser, das vom ewigem Leben stammt. Cela veut dire, si tu bois cette eau, das heißt, wenn du dieses Wasser trinkst, la mort n'a plus de place. Dann hat der Tod keine Stellen mehr. Élisée s'est plongé. Elisa warf sich hin. Il avait la mort sur sa peau. Er hatte Tod auf seinem Körper. Il avait la mort sur son corps. Er hatte Tod auf seine Haut. Mais quand il est sorti, aber als er rauskam, il a reçu la vie. Hatte er Leben empfangen. Cela veut dire quoi? Was heißt das denn? Celui qui se plonge dans la parole de Dieu. Derjenige, der sich ins Wort, was, ins c'est, Wort Gottes hinwirft. Celui qui boit la parole de Dieu en lui. Wer das Wort Gottes in sich trägt, la parole de Dieu va produire en lui la vie. Wird das Wort Gottes in ihm wirklich Leben herausbringen. Va influencer sa vie. Wird sein Leben positiv qu'est-ce qui influence ta vie, bien-aimé? Was beeinflusst dein Leben, Geliebte? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je suis venu commencer mon message. Ich, heute habe ich einfach nur diese Predigt gestartet. Je prie que tu continues à suivre ce message. Und ich bitte dich wirklich weiter es fortzuhören. Nous allons parler des influences négatives et positives spirituelles qui influencent la vie des enfants de Dieu. Wir werden bei anderen Gelegenheiten sprechen über die positiven und negativen Einflüsse, die das Leben der Kinder Gottes beeinflussen. Élisée s'est plongée dans l'eau. Elisa warf sich ins Wasser. Pardon, Naaman s'est plongé dans l'eau. Also Naaman warf sich ins Wasser. Et cette eau a influencé sa peau physique. Und dieses Wasser beeinflusste seine physische Haut. Je ne connais pas ce que tu souffres. Ich weiß nicht, woran du leidest. Je ne connais pas ce que tu vis. Ich weiß nicht, was du erlebst. Mais je te commande. Aber ich befehle dir an, de te plonger dans la parole de Dieu. Dich ins Wort Gottes zu werfen. Et la parole de Dieu und das Wort Gottes purifiera ton âme, wird deine Seele reinmachen. Influencera ta vie physique. Und auch dein physisches Leben beeinflussen. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout. Bitte steht auf. Seigneur, nous te disons merci. Herr, wir danken dir. Parce que nous savons que tu es avec nous. Weil wir wissen, dass du bei uns bist. Je ne connais pas les problèmes de chacun de nous. Ich kenne nicht die Probleme jeder einzelne von uns. Élisée manquait le repos dans sa vie. Elisa fehlte es die Ausruhe in seinem Leben. À cause de cette maladie qui le rongeait. Wegen dieser Krankheit, die ihn wirklich fertig machte. Mais je viens prier ce soir. Aber ich bete heute Abend. Notre Élisée, c'est le Seigneur Jésus. Unser Elisa ist der Herr Jesus Christus. Naaman a rencontré le Seigneur Jésus. Naaman begegnete der Herr Jesus. À travers Élisée. Durch Elisa. C'est comme ça qu'il a été guéri. So wurde er geheilt. Je prie ce soir. Ich bete heute Abend. Que toute personne. Dass jede Person. Qui écoutera cette parole. Die dieses Wort hören wird. Et qui a suivi cette parole. Oder dieses Wort gerade gehört. Quel que soit son problème. Egal was auch sein Problem quel sein que mag, soit sa condition. Egal wie auch sein Umstand sein Seigneur, mag, qu'il retrouve le vrai repos. Herr, dass er die wahrhaftige Ruhe wieder kennt. Qui vient de toi. Das von dir. Au nom de Jésus. Name Jesus. Amen. Amen. On acclame pour le Seigneur. Applaus für den Herrn.